Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und in diesem Video zeige ich dir eine Flak 88 auf Rädern. Ich habe ja schon mal eine Flak 88 gezeigt, die sieht so aus und das ist das Endresultat. So sieht das Gesamte aus und wir sehen uns am Ende des Videos nochmal. Die 88er kann man natürlich auch noch an den SDKFZ dranhängen. Ich habe da extra das bedacht, dass man da so eine Anhängerkupplung dran macht. Und so kann man den, oder die Flak kann man damit halt einfach so abschleppen oder mit sich ziehen in die Schlacht. Den Hauptturm, den kann man natürlich auch drehen, wie auf dem Boden. Also wie bei der anderen Flak 88. Wenn euch das Video gefallen hat, dann kommt ihr hier zu dem T3476 oder zu dem D-Day-Brick-Film und hier unten nochmal zum 100-Abo-Special. Bis zum nächsten Video. Ciao.